Hallo, guten Tag und Dobadan hier auf meinem Kanal. Ich bin Jan Jugo und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Bitte seid nicht geschockt. Heute gibt es hier tatsächlich kein Vigor-Video. Aber lasst mich noch zwei Sachen schnell sagen. Und zwar erstens, ich spiele Vigor noch, natürlich. Und zweitens, es wird auch in Zukunft hier auf meinem Kanal weiterhin Vigor-Videos geben. So, nachdem das nun geklärt ist, können wir mal über Rocket League sprechen. Bin schon immer großer Fan von Rocket League gewesen und jetzt kam der Android und iOS Ableger Rocket League Sideswipe raus und ich habe schon länger da irgendwie ein Auge drauf gehabt und habe gewartet, dass das endlich released wird und dann kam es jetzt tatsächlich raus und das habe ich natürlich abgecheckt und ich habe festgestellt, ich habe einen Hang zu Free-to-Play-Spielen. Ich finde es total cool, einen Battle Pass durchzugrinden und ich feiere so Spiele, wo man irgendwie online im Multiplayer gegen andere spielen kann und dabei eine Art Fortschritt irgendwie sich erspielen kann. Da bin ich irgendwie total anfällig für. Mir macht das immer mega Spaß. Und deswegen grinden wir jetzt schön den Battle Pass von Rocket League Sideswipe durch. Da geht's bis Level 50 und ich will natürlich diese Torexplosion haben mit dem fetten Feuertotenkopf. Auf jeden Fall. Natürlich will ich die haben. Und was mir aufgefallen ist bei Rocket League Sideswipe, was für ein komplizierter Name, ein bisschen vielleicht so sperrig zu sagen. Bei Rocket League Sideswipe gibt es tatsächlich gar nicht die Möglichkeit, Echtgeld auszugeben. Ich hätte jetzt eigentlich richtig krass erwartet, dass natürlich die Möglichkeit ist, sich irgendwelche Ingame-Währung dazu zu kaufen, aber es geht einfach nicht. Man kann im Spiel tatsächlich die Ingame-Währung sich auch nur erspielen oder durch Drops bekommen. Und die kann man sich auch nur erspielen, diese Kisten. Also im Prinzip, man kann kein echtes Geld, kein Euro reinstecken. Ich vermute mal, das wird sich schon noch irgendwann ändern. Es ist ja gerade erst ganz neu und gerade erst gestartet und man will erstmal eine Playerbase aufbauen, nehme ich mal an, bevor man dann anfängt, auch Echtgeld-Pay-Modelle für kosmetische Items da reinfließen zu lassen. Ich denke, das Spiel bleibt Free-to-Play mit bestimmten Echtgeld-Mechaniken, die aber auf keinen Fall Pay-to-Win sein werden. Das ist Rocket League einfach nicht. Also, ich bin sehr gespannt, wie sich das Spiel entwickelt. Jetzt für euch natürlich eine Runde Rocket League, Sideswipe. Viel Spaß dabei und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euch alles Gute, euer Jan Jugo. Und jetzt, let's go. Wir spielen wieder Duos und gegen Lolo und Bullseye. Okay, let's go. Eins zu null. GG. So kann's weitergehen. Man merkt aber auf jeden Fall, hier sind auch schon Leute dabei, die wissen, was sie machen. Quadruzier! Oh ne. Ah, sehr gut verteidigt, mein Freund. Zwei-null, GG, Mann. Die haben sich trotzdem da hinten gerade ganz schön verkeilt. Ja, so wird das nichts, ihr beiden. Oh, no. Ja, das war schon wieder, ich war zu übermütig und schon macht Lolo ein Tor. Lolo. Lololol. Schade, schade, den Winkel nicht gut abgepasst. Mann! Oh, wow! Shit! Das habe ich. Ah, das habe ich verkackt. Und schon steht 2-2. Lolo und Bulls erfreut. Oh, 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 oh. Hm. So nämlich. Muss nur auf seine Gelegenheit warten.
Wow! 4-2, aber es heißt noch nichts. 21 Sekunden, da kann noch viel passieren. Oh, der wäre fast reingesegelt. Aber sehr gut, er macht auch noch ein Tor. Arcos. Ich kann den Namen nicht ausstellen. Arcos Prago. Wo waren wir denn hin? Ui. Hammer. Ja gut, wenn keiner will, dann mache ich halt noch eins. Sie haben aufgegeben, oder? Okay. Sehr cool, sehr cooles Spiel. Hat Spaß gemacht. Fünf Tore, vier Schüsse, zwei Paraden. Sehr cool.